so gut hier. Ja, er hat zum Glück durfte er in die Zone zurückkommen. Er kommt jetzt gerade von drüben und von ganz drüben. Eigentlich mitgebracht, die Strumpfhosen? Für die 100? Strumpfhosen? Ja, okay. Vergessen. Also Osten kenne ich nur aus Filmen. Aber ich habe noch nie einen Film gesehen über den Osten, also was heißt, aus der frühen DDR. Und er spielt also eindeutig in der frühen und daher ist er anders als alle Filme, die ich kenne über die DDR. Ich bin ja erst in den 70er Jahren geboren, 77. Aber für mich trifft der Film schon diesen Zeitgeist. Also ich habe ja damals auch noch nicht gelebt, aber wenn ich so an Spur der Steine denke, was der Film einfängt von der Stimmung vor dem Mauerbau, denke ich, ist das schon sehr, sehr treffend. Und das passt. Schweigen ist Gold, aber der ganze Film dreht sich ja darum. Also das ist ja Solidarität, für was steht man, wofür setzt man sich ein? Und das natürlich in einem Alter, wo irgendwie kein Berg zu groß ist und kein Fluss zu breit und mit den möglichen Konsequenzen leben zu müssen. Und dann meinem Sohn irgendwie dabei zuschauen zu müssen, bei diesem Entscheidungsprozess und selber eine eigene Biografie bei dem Arbeiteraufstand, was Ähnliches erlebt zu haben, daraus ergibt sich natürlich eine Zerrissenheit zwischen der Liebe, zwischen dem Sohn und dem Vater. Redet man ihm jetzt zu oder sagt man, nein, ich will dich nicht verlieren als mein Sohn, ich liebe dich. Und war nicht so einfach, und sich das vorstellen zu müssen. Und es war sehr, sehr spannend, als wir quasi die echten Menschen dahinter kennenlernen durften, die echte Klasse, als die so ein bisschen erzählten. Und das ist schon sehr, sehr beeindruckend, was für einen Mut das braucht, was für eine Kraft, auch gegen den Widerstand der eigenen Eltern. Also jeder Schüler hat ja die Eltern gehabt und die ja unterschiedlich waren und die dann irgendwie dem Kind zugesprochen haben oder auch nicht. Und dann diesen Mut zu haben, diese Entscheidung zu treffen, ist schon. In erster Linie haben wir erstmal das Buch gelesen, also ich zumindest. Okay. Also das Schweigen im Klassenzimmer, diese Mischung aus Sachbuch und Roman. Und Lars hat uns vor allem Filme zu gucken gegeben. Einmal aus der Westsicht in den 50er Jahren, Die Halbstarken mit Horst Buchholz. Und auf der anderen Seite Berlin-Eck-Schönhauser, was zur gleichen Zeit aber in der DDR gefilmt wurde. Und eben Spur der Steine. Das war die Vorbereitung, ja. Aber wir haben uns nicht im Vorfeld mit den Schülern von damals getroffen. Hey Hermann, Außenende, halt die Rinne sauber! Aus meiner Schulzeit habe ich so ein, zwei Beispiele. Meine Schulzeit war ja Anfang der 80er Jahre. Wenn man zum Beispiel eine Tüte mit hatte aus Westdeutschland, die man selber als Jugendlicher oder als junger Schüler toll fand, weil sie bunt waren, oder eben eine Jeans tragen oder Sachen aus Westdeutschland, dann war das sehr, sehr schnell Thema. Auch bei den Lehrern, oder dass es dann so eine Art ein Verbot gab, dass man keine Süßigkeiten aus dem Westen mit in die Schule bringen sollte oder dass es irgendwie den anderen Klassenkameraden nicht fair gegenüber ist, wenn man irgendwie zu Westsachen hausiert. Und dann eben doch zu sagen, ich bringe diese Tüte mit und stelle sie bewusst hin oder ich verzichte jetzt nicht auf meine Jeans, sondern ziehe die Jeans an. Ich hatte leider nie eine, aber das wurde manchmal im Unterricht sogar zum Thema und der Schüler muss dann auch nach Hause eine andere Hose anziehen. Also das ist passiert, ja. Das gab es bei uns nicht. Also vor allem nicht zivilen Ungehorsam mit so einer Tragweite, also weil wir gar nicht diesen Widerstand hatten. Also gegen Ende wurde ich, glaube ich, zu einem ganz schön zappligen, vorlauten Schüler. Aber dann gab es eher so pädagogisch wertvolle Maßnahmen, wie jetzt renne einmal um die Schule und komm wieder ins Klassenzimmer. Na, heute ist ja noch viel, viel schwieriger geworden im Zuge dieser Überfrachtung von Informationen, von Netzwerken. Das ist ja auch ein Resultat eigentlich daraus, dass es uns eigentlich sehr, sehr gut geht und dass wir teilweise überfordert sind oder die Jugend überfordert ist, für was sie sich engagieren soll.
wenn man die Tagespolitik anguckt, wofür stehen eigentlich noch Parteien, wofür lohnt es sich noch zu kämpfen oder wie sinnvoll ist es, sich da einzusetzen. Und ich habe für mich was finden können, im Zuge der Flüchtlingskrise mit Flüchtlingen zusammenzuarbeiten, Lesungen zu machen und konnte mich da mit einbringen. Oder Save the Children, Ärzte helfen. Das sind so ein paar Sachen, wo ich mich mit einbringen kann. Und, aber es ist nicht mehr so einfach. Auf der einen Seite ist es ja auch ein gutes Zeichen, dass wir in einem Land leben können, wo jeder sich verwirklichen kann und dass wir nicht in solchen Zeiten leben müssen, wie damals zum Beispiel, wo es was ganz anderes auf dem Spiel stand. Und wenn ich bedenke, was die Schüler für Mut hatten, eine Schweigeminute abzuhalten für Gestorbene oder für gefallene, sagen wir mal, Studenten in Ungarn, die auch was wollten, die was bewegen wollten und die ihr Leben dafür riskiert haben. Da sind wir in der heutigen Zeit weit davon entfernt, also Gott sei Dank. Und ich möchte mir jetzt nicht vorstellen müssen, solche Entscheidungen treffen zu müssen. Ich wüsste auch nicht, hätte ich Angst, hätte ich mich das getraut oder auch nicht. Ich wüsste es einfach nicht. Und ich bin aber auch froh, dass ich mich so einer Situation nie stellen musste. Ja, in dem Sinne, also von so einer Tragweite habe ich mich nie engagiert in dem Sinne. Aber ich glaube, in dem Film ist es eher auch, das entsteht aus einer Art Laune heraus. Also, und die politische Tragweite von diesem kleinen launischen Protest ist viel größer geworden, als sie sich es jemals vorstellen konnten. Aber sowas habe ich selber auch noch nicht erlebt. Du bist der erste Mann in unserer Familie, der eine bessere Schule besuchen kann. Der Erste. Alle anderen sind gefallen in Kriegen. Oder haben ihr ganzes Leben lang unter Tage gearbeitet. In Kraftwerken. Oder wie ich als Stahlkocher. Aber du bist klug, der Junge. Du bist wie Opa Hans, du bist ein Schlauer. Das wäre toll, ja. Wenn der Film dazu beitragen kann. Also wir haben es an jeder jungen Generation, den Konflikt zwischen der jungen Generation und der älteren Generation. Die Studentenbewegung ist, das finden wir in jeder Generation wieder. Letztendlich möchte die junge Generation gehört werden, wahrgenommen werden. Und da ist es Aufgabe beider Seiten, dass sie gegenseitig zuhören. Ich glaube, wenn der Film dazu beitragen kann, dass man sich gegenseitig zuhört und versucht herauszubekommen, was mag denn die Jugend heute, was sind deren Ängste. Was ich manchmal heutzutage vermisse, so ein bisschen in der Politik, dass man auf die Jüngeren noch eingeht und noch Angebote hat, dass sie sich einbringen können mit in die Gesellschaft. Und wenn der Film dazu beitragen kann, dann, ja, dann sind wir schon mal einen großen Schritt weiter. Was ist denn? Ich bin doch auch ein Schlauer. Ja, Schlaukopf, jetzt bist du. Freiheit. Zivilcourage. Zusammenhalt. Mut. Solidarität. Ja. Dass es immer schön kalt ist. Dass es trotz eines Schneefalls, trotz der eisigen Temperaturen, der Film im Mittelpunkt steht. Die Art und Weise, welche Filme hier zu sehen sind. Dass sich Berlinale da in den letzten Jahren so toll entwickelt hat, dass es in der Welt einfach einen sehr, sehr guten Ruf bekommen hat, die Berlinale. Und das ist, dass wir einfach dankbar dafür sind, dass wir ein Teil davon sein dürfen, in dem Medium Film, was wir lieben, in dem Medium, in dem wir arbeiten, zwischen Bitte und Danke und unsere Fragen stellen, unsere Antworten suchen und ein Podium zu bekommen, eine Möglichkeit zu bekommen, den Film nach außen zu tragen und zu zeigen, hey, das ist unser Thema, das interessiert uns. Und das kommt natürlich aus verschiedenen Ländern zusammen. Also man sieht ja, man kann ja auch Filme einfach gucken, die man sonst nie zu Gesicht bekommen würde oder nie davon erfahren würde. Auch, ich bin echt großer Fan von diesen restaurierten Fassungen von alten Filmen. Oder es gab auch mal, ich weiß nicht, ob es das gerade noch gibt, diese immer so ein Land, was eingeladen wird und Filme aus verschiedenen Zeiten dieses Landes kommen dann. Gab mal ein russisches Jahr, das finde ich großartig. Alte russische Filme zu sehen, von denen ich nie gehört habe. Ja gut, Tarkovsky kennt man so, aber auch andere.